Hier haben wir schon den größten Skandal der Schlagergeschichte, den geheimnisvollen Tod von Häuptler Kode, das lange gehütete und von Costa Cordalis enthüllte Geheimnis von Rex Gildo beleuchtet. Heute widmen wir uns einem Skandal, der ZDF-Fernsehgarten-Moderatorin Andrea Kiewel in arge Bedrängnis brachte und sogar den Job kostete, jedenfalls für ein Jahr. In jedem Sommer sind die Fernsehgartenshows von Andrea Kiewel für Schlagerfans das Highlight. Am Sonntag 2021 startet der ZDF-Fernsehgarten am 9. Mai in die Saison, allerdings gibt es für die Zuschauer gleich am Anfang eine Enttäuschung. Bei den regelmäßigen Dico Fox, Schlagerparty oder Mallorca-Ausgaben drückten sich die Stars der Branche vor paradiesischen Palmenkulissen das Mikrofon in die Hand. Zur Freude von Millionen TV-Zuschauern, die sich mit der Sendung ihren Start in den Sonntag versüßen. Seit dem Jahr 2000 wird der Fernsehgarten von Andrea Kiewel moderiert, die von vielen für ihre spontane Art gefeiert, von manchen aber auch als zu flapsig kritisiert wird. Es gab nur ein Jahr, in dem das nicht der Fall war. 2008 sprang Schauspieler und Moderator Ernst Markus Thomas ein. Das ZDF hatte Andrea Kiewel zuvor wutentbrannt gefeuert. Was war geschehen? Die Moderatorin wurde der Schleichwerbung für das Diätunternehmen Wettwartkers beschuldigt. Konkret ging es um einen Auftritt in der Talk-Sendung ihres ZDF-Kollegen Johannes B. Kerner, in der Kiewel ihre Erfahrungen mit den Produkten des Unternehmens so über den grünen Klee lobte, dass Kerner nachfragte, ob sie dafür bezahlt werde. Andrea Kiewel stritt das ab. Eine Lüge, wie sich später herausstellte. Andrea Kiewel hatte durchaus einen PR-Vertrag mit Wettwartkers geschlossen. Wie der Spiegel damals berichtete, kassierte die Moderatorin laut dem 2001 geschlossenen Vertrag eine jährliche Vergütung von bis zu 180.000 DM plus Extrazahlungen für Fotoshootings. Dazu gab es First-Class-Flugreisen und Übernachtungen in Top-Hotels. In einer Mitteilung ihres Managements gestand Kiewel laut Spiegel: Im Rahmen der Sendung Johannes B. Kerner vom 23. Januar 2007 wurde ich gefragt, ob es eine vertragliche Beziehung zwischen mir und Wettwartkers Deutschland gäbe. Meine Antwort war leider, natürlich nicht. Selbstverständlich hätte ich einräumen müssen, dass es eine PR-Vereinbarung gab, in deren Rahmen es zu einem Fotoshooting und einem Interviewtermin kam. Auslassungspunkte. Das war ein Fehler, für den ich mich ausdrücklich bei den Zuschauern und den Kollegen vom ZDF entschuldigen möchte. Medienberichten zufolge sollte Kiewel laut dem Vertrag sogar Sonderzahlungen erhalten, wenn sie das Unternehmen in besonderen TV-Sendungen erwähne, wie dem Talk bei Kerner. Die Moderatorin bestand allerdings darauf, für den Auftritt bei Kerner keine wie auch immer geartete Honorierung bekommen zu haben. Die Verantwortlichen beim ZDF waren stinksauer, der Sender feuerte die Moderatorin Ende 2007. Die Auftritte von Andrea Kiewel in mehreren Sendungen in Verbindung mit den jetzt bekannt gewordenen Details ihres PR-Vertrages mit der Organisation Wettwartkers haben die Vertrauensbasis zwischen uns zerstört. Mehrere Sendungen, in denen Andrea Kiewel über Wettwartkers sprach, wurden aus der Mediathek gelöscht und nie mehr wiederholt, darunter auch ein Auftritt in der Kochshow Laffer, Lichter, Lecker. Den Fernsehgarten übernahm der bisherige Moderator der Kochsendung ARD Buffy Ernst Markus Thomas.